So. Mit rechter Maustaste kann man den Schuss abbrechen oder den Schussvorgang beenden. Ja genau, prügelt euch erstmal schön gemütlich. Ja, wunderbar. Das wollen wir doch. So wollen wir das doch haben. Aber die stecken auch gegenseitig jede Menge ein. Also von daher, Hut ab, muss ich sagen. Genau. Schlagt euch die Köpfe ein. Sehr gut. Sehr gut, der ist auch kaputt. Wir müssen auf jeden Fall... Das Feuer darf nicht ausgehen. So, du kriegst jetzt einen fetten Pfeil in die Brust. Ah, jetzt habe ich schon wieder keine Pfeile. Ich weiß gar nicht, wie lange ich es hier noch aushalten kann. Ich glaube, ich werde in der nächsten... am nächsten Morgen werde ich wieder in meine alte Basis zurückgehen. Das hat mich einfach keinen Sinn hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ist hier links noch einer? 7, 8 Leute sind hier. Mein Gott, wie soll ich das denn hinkriegen? Jetzt habe ich natürlich gar keine... Steine hätte ich genug. Wie viel brauche ich denn für dieses... Standing Fire? Vier Stöcke. Scheibenkleister. Ja. Die hole ich mir gleich mal, wenn die sich da prügeln. Boah, geil. Die catchen sich echt aufeinander. Das ist echt unglaublich. Ich mir hier ein paar Stöcke holen. War wahrscheinlich jetzt der größte Fehler überhaupt, da aus meiner Deckung rauszugehen. Ja, war es, glaube ich, wirklich. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott, das ist ja echt, ja. Wir werden einfach mal dezent da wegschwimmen. Die kommen noch hinterher, die Schweinebacken. Der ist immer noch da oben. Leute, ey, ich brauche ein paar Stöckchen nur. 2. Drei. Jetzt habe ich irgendwas gegessen, was ich nicht gesehen habe. So eine Schitte. Drei. Vier. So, das habe ich mehr als genug. Jetzt muss ich nur unbemerkt wieder da in meine Höhle kommen. Es geht da gerade leider nicht. Aber der Weg ist frei. Hoffe ich zumindest. Sonst prügele ich ihn mir frei. Ja, tut mir leid, aber... Oh, ich muss unbedingt was essen. Einen leckeren Hasenbraten. Hoffentlich greifen die mich jetzt nicht an. Komm. Brat schneller, Hase. Mach voran. Die Mega-Invasion ist hier. Mensch, ich brauche Futter. Uah, der glitscht da wieder. Ist eklig. Ach, Gott sei Dank. So, ich muss noch mal ganz kurz speichern. Das ist der Albtraum. Das ist der Albtraum. Ja. Sehr gut. Ich hätte ihn noch ein bisschen mehr in die Mitte setzen sollen. Oh, da fällt mir gerade was ein. Ah, den habe ich schon, ne? Fire Torch. Hm. Da kann ich mit hauen. Nicht schlecht. Aber nicht die Frau anscheinend, ne? Oder? Muss man mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie ich die Brut sonst hier... Was machst du hier, du Freundchen hier? Gehst du aus meiner Wohnung raus? Also, das ist ja wohl das Allerletzte. Ah, aber das funktioniert. Das ist nicht schlecht. Das funktioniert. Oder doch nicht. Schade. Eben hat es funktioniert.
Eben hat es funktioniert. Und es geht endlich die Sonne wieder auf. Ah ja, das habe ich auch gelesen in den Changelogs mit, jetzt reicht es mir, jetzt zünde ich euch beide an hier. Ich dachte, eben hat es doch funktioniert. Willst du mich veräppeln? Boah, super. Ne, so, irgendwie habe ich mich da verguckt. Da habe ich natürlich die Zorn der... Oh, der brennt schon. Oh Gott, das war wirklich ein Albtraum. Genau, prügelt euch da noch ein bisschen. Genau, haut euch da die Köpfe ein. Sehr schön. So, und dich mache ich fertig. Die hat mich ganz schön mitgenommen, die Frau. Wir haben eine ganze Rüstung verloren. Ne, die atmet nicht mehr. Das ist gut. Also hier fürs Spiel ist das gut. Gehst du aus meiner Wohnung raus? Junge, 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 irgendwie ist irgendwie das schwieriger geworden zu kämpfen, oder? Angriff und zurück. Hä? Da war eben Blut. Da ist er. Ja, den Baum wollte ich jetzt eigentlich nicht treffen. Kommst du her? Was macht der denn da? Was macht der denn da? Also, das war ja eine Meisterleistung jetzt hier von mir. Jetzt habe ich mich selber angezündet. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ja, und bis ich im Wasser bin, hat es jetzt von alleine erledigt, oder? Ich lach mich kaputt, ey. Ja, das war Dummheit. Aber in dem Patchlog stand auch, dass das Brennen eine, der hat, glaube ich, meditiert, oder? Der hat überlegt, wie er mich am besten fertig machen kann. Tja, ich bin im Vorteil. Ich bin nämlich auf einer Erhöhung. Oh, da kommt noch einer. Das ist aber gerade festgebackt. Oh, shit. Meine Güte. Okay, ich muss weg. Das hat hier wirklich gar keinen Sinn. Es war eigentlich eine schöne Idee, muss ich sagen. Oder zumindest hatte ich gehofft, dass das eine schöne Idee ist. Aber ich mache jetzt die letzten 2-3 Folgen nichts anderes, als hier mich fertig machen zu lassen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keine Lust drauf. Aber weißt du was? Wir haben noch ein paar Molotow-Cocktails.
Aber das bringt überhaupt nichts. Das Einzige, was bringt, ist, glaube ich, die Bombe. Und zwar, bitteschön. Arrivederci. Ich will denn schon Tennisball? Ja, so. Jetzt haben wir ein Baumhaus gebaut. Wir haben uns da von den Scheiß... Daneben, das gibt's doch gar nicht. Oh, ein Lurch. Den brauche ich. Ich wollte zwar eigentlich mehr Hasen essen, aber... Da haben wir schon mal einen Schlag, sind wir wieder ein bisschen drin. Den zum Beispiel. So. Ich kenne keine Gnade in diesem Falle. Du kommst nicht zum Schlagen. Das möchte ich nicht. Der atmet immer noch. Oh, jetzt nicht mehr. Hm. Also, mit der Version ist es echt Respekt. Also, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber ich gebe es jetzt auf. Ich habe echt keine Lust mehr. Ich bin immer noch der Meinung, dass mit der Axt irgendwas nicht in Ordnung ist. So. Junge, du bist ein bisschen verletzt. Lass dich doch lösen von mir. Wie raffiniert er sich zurückzieht, ne? Boah, jetzt reicht's aber hier. Wie kann der sich noch so... Was war das? Oh, die blöde... Nein, das gibt's gar nicht. Die blöde Arschkuh. Wenn ich nicht mehr erfrische, da haust du mir eins auf den Detz. Du spinnst doch wohl. Ja! Die lebt immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Erst wenn sie die Textur wechselt, dann scheint sie fertig zu sein. Also, sie ist fertig dann, besser gesagt. Nicht ich. Hier war dann noch ein Blümchen. Jetzt machen wir mal was Schönes. Ein paar Blumen pflücken. Stöcke brauche ich auch. Ich habe so ziemlich alles ausgegeben, was ich so hatte. Ich habe jede Menge Alkohol verbraucht. Ich habe jede Menge Stöcke verbraucht, Federn. Das war kein gutes... keine gute Idee. Nee, das war wirklich keine gute Idee. Jede Menge Lurche. Vor allen Dingen auch die Lurchhaut habe ich verplempert. Also ich hatte eh schon bessere Ideen. Aber es war eigentlich ganz spaßig. So. Ausdauer und Energie sieht eigentlich ganz gut aus. Also. Ah doch, sieht sehr gut aus. Der Mageninhalt, naja, könnte ein bisschen mehr gefüllt sein. Und die Lebensenergie ist eigentlich auch ganz gut. Unsere Rüstung ist schlecht. Wie viele Blätter haben wir jetzt eigentlich? Na gut, 500 können wir noch machen. Stöcke, glaube ich, haben wir genug. Richtig. Steine könnte ich noch ein, zwei gebrauchen. Ach, Stöcke habe ich ja genug. Blöd. Ich habe eben schon wieder den Schrei gehört, aber das kratzt mich jetzt überhaupt gar nicht. Pflück ein paar schöne Blümchen. Ach, das ist doch entspannend, oder? Schön Blümchen pflücken. Das gefällt mir. Die wachsen aber sehr weit an den Strand, finde ich. Hier, ne? Sollten mal ein bisschen Aloe Vera pflanzen. So, hier ist unsere kleine Kabine. Hier ist unser Lockholder. Und
Da der schön gefüllt ist, würde ich sagen, wir beschützen, also wir verdichten etwas unsere Behausung hier. Na, wo ist es denn? Eine Defense Wall. So, och, das dreht sich aber langsam. So, da gehen wir ein bisschen in den Stein rein. So, und direkt noch eine Wall. Ach Quatsch, nee, das machen wir nicht. Ein Fenster. So, die muss aber dann ein bisschen... Ah, das geht. Sehr gut. Ach, das ist ja hervorragend. Und hier basteln wir eine Tür rein. Das hatten wir ja schon mal. Aber wir müssen gucken. So. So. Die können wir hoffentlich direkt bauen. So viel Holz sollten wir hier haben. Dann haben wir nämlich wenigstens den Eingang schon mal gesichert. Ne? Ach, guck an. Da ist eine Tür drin. Nicht schlecht. Na gut, es ist ein bisschen abschüssig, dann ist die Tür halt eher auf als statt zu. Gut. Tut mir leid, du musst leider sterben. So, auf dem Schlitten haben wir ja noch jede Menge Holz. Das ist sehr hervorragend, denn den will man einfach gemütlich mal hier runterschleifen. Ey, ich kann sie nicht mehr hören, die Viecher. Oh. Ups. Ach, die Tür fällt wieder raus hier. Da haben sie anscheinend die Angeln vergessen. Ach, jetzt reicht's mir aber. Gehen wir mal kurz speichern. Es regnet. Oh gut, damit ich mich hier mal unten... Ach, so richtig dicht ist die auch nicht, ne? So, wir müssen mal schön hier unterstellen. Und dann werden wir einfach mal den Tag genießen.